Wir bleiben ein bisschen beim Thema Verkehr und konzentrieren uns jetzt auf die Stadtentwicklung. Die Königsbrücker Straße soll ja nach der Variante 8.7 in Teilen vierspurig ausgebaut werden. Dafür sollen noch einige Bäume fallen. Es gab viel hin und her. Und deshalb, wie ist denn Ihre Position zur Königsbrücke? Wie geht's weiter? Wir fangen an mit dem Piraten. Ja, seit 2009 ungefähr kämpfe ich schon mit der Bürgerinitiative Königsbrücker muss leben dafür, dass wir eine schöne Königsbrücker, eine funktionierende Königsbrücker, aber eine als Stadt funktionierende, also als für uns Menschen funktionierende Königsbrücker, dafür kämpfe ich. Und im Gegensatz zur CDU und zu den, ehrlich gesagt, allen anderen Parteien, die hier sitzen, außer der Partei vielleicht, die Königsbrücker ist heute keine Durchgangsstraße mehr. Sie braucht keine Funktion als Durchgangsstraße. Und sie muss nicht ausgebaut werden. Die Piraten sind glasklar dafür, die Königsbrücker im Bestand zu sanieren, also so wie sie heute ist, nur alles hübsch machen. Und dann haben wir nämlich auch die schönen breiten Außenbereiche, wo dann Radbügel drauf passen und so weiter und so fort. 5.000 Leute haben dafür eine Eingabe gemacht, per Sammeleingabe. 3.000 Leute haben das als Einzeleingabe gemacht. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Wie kommt man denn vom Flughafen zum Stadtzentrum? Na, über die Waldschützenbrücke, über die Hansastraße, die S-Bahn. Die Frage Quatte. So. Weiter geht's mit den freien Bürgern. Wir können das ganz relativ kurz machen. Ich bin auch dafür, dass wir die im Bestand sanieren, weil wir brauchen dort keine Schneise, die zum Beispiel auch die Neustadt vom Hecht komplett trennt, sondern wir brauchen eher, dass diese Viertel zusammenwachsen und dass es dort mehr Raum gibt, um Austausch zu haben. Das war es schon dazu. Okay, weiter geht's mit der Grünen. Ja, bei der Königsbrücker Straße, die derzeit in Planung ist und umgesetzt wird, hoffentlich geht es darum, allen Verkehrsteilnehmern einen Platz zu geben und trotzdem in den Dimensionen zu bleiben, dass es eine lebenswerte Straße ist. Und das heißt, dass sie jetzt so schmal wie irgend möglich, aber genehmigungsfähig ausgebaut und geplant wird. Und das heißt aber auch, dass es ist eine Straße, die doch, auch wenn uns das nicht so vorkommt, doch wichtig ist für die Stadt Dresden. Und da muss der ÖPNV gestärkt werden auf der Straße und es muss auch Raum bleiben für uns Anwohner. Und da sieht die Planung vor, dass Plätze geschaffen werden, dass Orte geschaffen werden, dass Grün geschaffen wird und das ist wichtig. Natürlich fallen Bäume, das wissen wir, und das ist auch die Trauer, die wir dabei tragen. Aber das ist ein Kompromiss, der beschlossen wurde und der wird von uns mitgetragen. Nachfrage. Auf der Königsbrücke fahren nur 13.000 Autos in der Mitte und wenn wir jetzt ein bisschen runterdrehen könnten, dann braucht man die gar nicht ausbauen. Warum muss man diese Baumallee abhacken, die ganze Baumallee? Warum muss man das machen? Damit der ÖPNV dort oben an dieser Stelle eine Trasse bekommt und der soll begrünt werden, ja, eine eigene Fahrbahn, eine eigene, das ist tatsächlich wirklich notwendig an der Stelle. Okay, außer Fußball. Was schnappt man da aus seiner Frage? Ich bin so ordentlich schlecht, okay, weiter geht's mit, jetzt war gerade Grüne dran, FDP. Genau. Im letzten Kommunalwahlkampf habe ich mich auch noch für eine bestandsnahe Sanierung ausgesprochen. Das geht nun mal leider nicht. Unterdessen ist das Märchen um die Königsbrücker so eine lange und das Leid der Anwohner, auch vor allen Dingen der Anwohner aus dem Dresdner Norden, ist so groß. Unterdessen ist mir fast egal, wie sie aussieht. Mir geht es jetzt nur noch darum, machen, machen, machen. Und die jetzt beschlossene Variante ist eine beschlossene Variante mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün. Daher, aber selbst das würde ich unterdessen jetzt mittragen, nicht nochmal wieder von vorne anfangen, sondern einfach endlich mal wieder umsetzen. So, weiter geht es mit der SPD. Also wir finden, der gefundene Kompromiss ist ein Kompromiss, aber es ist ein guter Kompromiss, der sowohl dafür sorgt, dass diese Straße so schmal wie möglich wird, aber eben auch so breit wie nötig und trotzdem genehmigungsfähig bleibt.
Ich glaube, wir haben gerade für den sehr neustadtnahen und innerstädtischen Teil zwischen der Luisenstraße und dem Bischofsweg eine sehr sinnvolle Lösung gefunden, dass dort die Straßenbahn vorne wegfährt und die Autos auf derselben Spur dahinter und eben nicht daneben fahren. Ich teile aber die Einschätzung, dass um eben tatsächlich auch eine Verbesserung für den ÖPNV, für die Straßenbahnlinien hinzubekommen, wir in dem Teil nördlich und im Teil südlich davon ein eigenes Gleisbett für die Straßenbahn sinnvoll ist und die Autos sozusagen dann da daneben fahren, weil dann eben die Straßenbahn ungestört und unabhängig von irgendwelchen möglichen Autostaus oder auch nicht durchkommen, pünktlich sind und ein gutes Angebot für die Leute auch aus der Neustadt sind. Gut, dann geht es weiter mit der CDU. Also ich muss mich der Aussage anschließen, die beschlossene Variante ist eine beschlossene Variante und insofern sie jetzt nicht von der Landesdirektion zurückkommt, wollen wir auch daran nichts mehr verändern. Wenn es zurückkommt, werden wir wieder versuchen, etwas zu ermöglichen, die weitere Fahrbahn. Ansonsten, das ist meine persönliche Position am Ende, dass der ÖPNV und der Autoverkehr letztendlich die Straße auch mit der neuen Variante überlasten wird und wir eine noch extremere Version, möglicherweise die allererste U-Bahn in vielleicht 20 Jahren durchsetzen müssen, damit tatsächlich Platz für alles ist. Gut, weiter geht's. Okay, dann kann die Partei gleich weitermachen. Ja, wir haben es schon vor Jahren auf Plakate gedruckt. Es scheint mir auch der einzige Ausweg. Dann müssen die Grünen nicht um Bäume weinen. Die SPD muss keine Kompromisse mit der FDP machen. Man muss es nicht sanieren und auch nicht bestandsnah. Und es ist sogar mit dem jetzigen Beschluss, der getroffen wurde, schon vereinbar, dass die Königsbrücke einfach zur Spielstraße wird. Und als letztes noch hier die Linke. Ja, der Beschluss ist ein guter Kompromiss. Ansonsten bleibe ich dabei, dass wir den Fokus nicht mehr auf den Privatbahnen legen dürfen. Das heißt, Fahrbahnen oder Fahrbahnen für Autos nicht ausbauen, sondern breite Regie und Radwege schaffen und den ÖPNV stärken. Das war's.